Hallo ihr Lieben, ich bin Nastja vom YouTube-Kanal DIY-Eule und ich bin ja jetzt auch seit einigen Monaten mit dabei in der Yuki-Familie mit meiner UX8. Mein vorletztes Projekt war ja eine schöne leichte Bluse aus Viskose und ich habe die Maschine auf flutschige und leichte Stoffe getestet und diesmal habe ich genau das Gegenteil gemacht und zwar habe ich mir eine kleine Lederhandtasche genäht aus Echtleder und mal getestet, wie die Maschine denn so mit solchen dicken, schweren Stoffen klarkommt. Die Yuki UX8 hat auf jeden Fall genug Kraft, um Leder zu nähen und was auch noch ganz wichtig ist, ist natürlich genug Platz unter der Nadel und hier hat sie 12 mm und das reicht natürlich aus, um einige dicke Lagen nähen zu können. An sich ist Leder einfach ein Naturmaterial und Leder ist nicht gleich Leder. Das heißt, man muss sich hier individuell nach seinem Leder durchtesten und schauen, welche Einstellungen und Gadgets hier am besten passen. Bei den Füßchen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Klassiker ist sicherlich das Teflonfüßchen. Das ist speziell beschichtet und rutscht eben besonders gut auf dem Material, sodass eben auch Leder nicht am Füßchen kleben bleibt. Alternativ gibt es aber neben den Teflonfüßchen auch noch das Rollenfüßchen zu erwerben. Und das hat vorne eben eine kleine Rolle und gleitet so auch besonders gut über das Material hinweg. Bei mir hat aber auch der Standardfuß einfach an vielen Stellen gereicht und hier ist ein kleiner Vorteil, dass es hier dieses kleine schwarze Knöpfchen gibt, das kann man feststellen und hat somit einen integrierten Höhenausgleich. Genäht habe ich hier mit einer Ledernadel, die hat eben noch Klingen dran im Vergleich zu einer normalen Nadel und schneidet hier wirklich durch das Material. Als Garn habe ich ein Markengarn, ein Allesnäher-Garn genutzt, auch ein dickeres Garn wäre hier denkbar, aber ein Allesnäher-Garn tut es ja auch. Ich habe hier an den meisten Stellen einfach einen dreifach Geradstich genommen, der ein bisschen mehr Stabilität bietet und auch optisch sehr schön aussieht. Bei der UX8 könnt ihr ja wahnsinnig viel einstellen und so könnt ihr natürlich vorher an einem Reststück genau testen, mit welchen Einstellungen ihr die besten Ergebnisse bekommt. Bei so einem Stahlleder, wie ich hier habe, würde ich auf jeden Fall die Stichlänge erhöhen. Auch mit der Fadenspannung könnt ihr ein bisschen rumspielen. Ich habe hier aber gar nicht so viel verändern müssen. Auch den Füßchendruck könnt ihr entsprechend anpassen. Ihr könnt ihn sogar auf 0 setzen oder auch in den Minusbereich, damit das dicke Material hier wirklich problemlos durchkommt. Das ist dann die sogenannte Schwebefunktion. Und was ihr bei der UX8 natürlich auch wunderbar machen könnt, ist mit dem Obertransporteur zu arbeiten. Der lässt sich einfach dazu schalten und transportiert den Stoff damit von oben. Was ihr auch machen könnt, ist den Obertransporteur etwas schneller einstellen. Ihr habt hier also eine Art Differentialtransport und könnt so die Verschiebung der Lagen vermeiden. Testet hier einfach so lange rum, bis ihr wirklich ein schönes, sauberes Stichbild habt. Auch Zierstiche sind möglich auf Leder. Da kommt es natürlich dann immer darauf an, was ihr für ein Leder habt. Ich hatte hier überhaupt in meinem Beispiel zuerst ein viel zu starres Leder genommen. Da kam die Maschine zwar durch, aber ich konnte das am Ende nicht mehr wenden. Und sowas muss man natürlich immer mit berücksichtigen beim Leder. Ich bin dann hier umgestiegen auf ein schwarzes Leder, was viel weicher war und viel besser für das Projekt geeignet ist. An dieser Stelle, ich bin keine Lederexpertin. Ich habe hier wirklich Reste genommen, die ich noch da hatte, denn ich finde es immer ein bisschen schwierig, wirklich Leder als Haut zu kaufen. Meine Lederreste habe ich seit Jahren und brauche die jetzt langsam immer weiter auf. Denn man muss sich natürlich überlegen, braucht mein Projekt wirklich eine Tierhaut? Und deswegen habe ich in meinem Hauptvideo, das kann ich euch gerne da verlinken, auch verschiedene Lederalternativen getestet aus natürlichen Fasern. Ich habe hier ein Ananasleder, Apfelleder, Kaktusleder und habe mir daraus eine zweite kleine Tasche genäht. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr mit eurer Yuki schon mal Leder genäht habt, was eure Lieblingseinstellungen und Tipps zum Thema Leder sind und welche Projekte ihr aus Leder schon umgesetzt habt. Dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Ihr erfahrt hier ganz, ganz viel rund um die Yuki-Nähmaschinen. Und ich freue mich auch, euch hier ganz bald wiederzusehen. Bis dahin, eure Nastja. Tschüss!